右侧去。 一二三，再来一次，分上啊，一二。 Knusper, Knusper, Gneisle, wer knuspert an meinem Häusle? Alibaba, dieser Schuft, hat unseren Schatz. Leise! Alibaba, hüte dich! Die Räuber! Wo sind sie, meine liebe Vatana? In den Ölfässern. Ha! Dann haben wir sie! So, bringe mir endlich die Lampe, sonst verschließe ich die Grotte und du wirst für immer hier bleiben. Nein, ich kann nicht. Du hast es nicht anders gewollt. Was sagt der immer?
Vielleicht hilft mir dieser Ring. Po, was ist das? Sei gegrüßt, mein Meister. Ich bin der Herrscher aller dienstbaren Geister und dein Diener. Denn du besitzt die Lampe. Was kann ich für dich tun? Bring mich als Tageslicht zurück in die Stadt zu meiner Mutter. Dein Wunsch soll in Erfüllung gehen, mein Herr. Ich stehe dir stets gerne zur Verfügung. Oh, danke. Bitte, gern geschehen. Jeder weiß, was so ein Maikäfer für ein Vogel sei. In den Bäumen hin und her fliegt und kriecht und krabbelt er. Max und Moritz, immer munter, schütteln sie vom Baum herunter. In die Tüte von Papiere sperren sie die Krabbeltiere. Fort damit und in die Ecke unter Onkel Fritzens Decke. Bald zu Bett geht Onkel Fritze in der spitzen Zipfelmütze. Seine Augen macht er zu, hüllt sich ein und schläft in Ruhe. Doch die Käfer Kritze, Kratze kommen schnell aus der Matratze. Schon fasst einer der voran Onkel Fritzens Nase an. Bau, schreit er, was ist das hier? Und erfasst das Ungetier. Und den Onkel voller Grausen sieht man aus dem Bette sausen. Autsch! Schon wieder hat er einen im Genicke an den Beinen. Hin und her und rundherum kriecht es, fliegt es mit Gebrumm. Onkel Fritz in dieser Not haut und trampelt alles tot. Guckste wohl, jetzt ist's vorbei mit der Käferkrabbelei. Onkel Fritz hat wieder Ruhe und macht seine Augen zu. Durch den Schornstein mit Vergnügen sehen sie die Hühner liegen, die schon ohne Kopf und Gurgeln lieblich in der Pfanne schmurgeln. Schnuppdiwupp, da wird nach oben schon ein Huhn heraufgehoben. Schnuppdiwupp, jetzt Nummer 2. Schnuppdiwupp, jetzt Nummer 3. Und jetzt kommt noch Nummer 4. Schnuppdiwupp, dich haben wir. Zwar der Spitz sah es genau und er bellt. Alle Hühner waren fort. Spitz, das war ihr erstes Wort. Oh, du Spitz, du Ungetüm, aber wart, ich komme ihm. Max und Moritz im Verstecke schnarchen aber an der Ecke. Und vom ganzen Hühnerschmaus guckt nur noch ein Bein heraus. Das ist das, was wir machen. 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 Das ist das,